Ein Plus für Menschlichkeit. Die Mehrzahl der Flüchtlinge in Jordanien leben außerhalb von Camps, also leben in urbanen Gebieten und müssen dort zum Beispiel auch Miete bezahlen. Und wenn sie sehr vulnerabel sind, also vielleicht auch keinen Zugang zu anderen Einkommen haben, ist dann oft Cash Assistance das einzige Einkommen, das sie erhalten regelmäßig und sind im Prinzip auf diese Geldzahlungen angewiesen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen kaufen zu können für ihre Familie, vielleicht Medikamente oder Besuch zum Arzt etc., sich diese Sachen überhaupt leisten zu können.